Cheers! Karlstrumpf, das ist unser Stich. Und Petra, hat sich deine Tochter schon eingelebt in Kalifornien? Oh ja. Die ist jetzt sogar zur Geschäftsführerin ernannt worden. Was macht die Firma deiner Tochter doch noch gleich? Die verkauft Computernetze. Das Pentagon zählt zu den Kunden. Das Pentagon? Der Präsident? Äthiopien. Sophie hat jetzt eine Stelle als Herzchirurgin. Nächste Woche macht sie ihre erste Transplantation. Herztransplantation? Und das bei der Hitze? Mark Peter ist noch immer beim Max-Planck-Institut. Er sucht nach kleinen Teilchen, die noch kleiner sind als Atome. Noch kleiner als Atome? Wie kann man sowas denn finden? Und Julia? Ist sie immer noch nicht fertig mit dem Studium? Doch, so gut wie. Ihr Stipendium in Oxford läuft jetzt noch aus. Und sie hat diese Woche ihre letzte Prüfung. Und? Na ja, ich habe länger nichts von ihr gehört. Aber das ist ein bisschen schwierig mit dem Telefon. Es gibt da im Studentenwohnheim nur eins und das ist auf dem Gang. Das kommt schon mal vor, dass sie sich nicht melden kann. Na, wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist. Wieso? Meine Tochter Julia lebt für ihr Studium. Die lernt von morgens bis abends und denkt nur an Jura. Und ich bin sicher, schon bald wird sie hier in ihrer Robe vor der Türe stehen. Wer weiß, vielleicht sitzt Julia ja sogar genau in diesem Moment in der Prüfung. Julia, come on, go. Very beautiful. Very cute. Yeah, please. You look good. Yeah, that's a nice smile. Yeah, that's great. I love you. Habt ihr schon was von Julia gehört? Nee, aber ich versuche heute Abend mal sie zu erreichen. Sie wird es schon irgendwie geschafft haben. Da bin ich ganz sicher. Die wollte ich gerade lesen. Mein Gott, meinetwegen sind die noch da. Treffen wir uns morgen wieder zum Bridge? Ja, ja, wie immer. Kannst du Elisabeth noch Bescheid geben? Ich telefoniere nachher mit ihr. Kann ich machen. Frau Kranstöver? Ja? Würden Sie bitte mal mitkommen? Wieso denn? Wir wollten doch jetzt Ihre Haare machen. Haare, ja. Nein, ich meine, das passt jetzt aber ganz schlecht. Ich habe da noch was vergessen. Ich muss noch mal schnell wohin? Entschuldigung, aber wir müssen das verschieben. Bitte? Wie Sie möchten. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie noch mehr Exemplare von dieser Ausgabe? Sicher. Wie viele brauchen Sie denn? Zwei? Ja, geben Sie mir noch eine. Mhm. Oder warten Sie, ich nehme doch lieber drei. Nein, alle. Alle? Was wollen Sie denn damit? Nichts. Ich sammle die Probepackung mit dem Shampoo drin. Kranstöver, hallo. Ich möchte bitte mit Julia Kranstöver sprechen. Hallo. Hallo? Who is it? Don't know, she's talking in German. Kranstöver. Julia. Julia Kranstöver. Julia? Julia's not here. Bye. Oh. Hannelore?
ist denn mit dir passiert? Julia. Sie ist durch die Prüfung gefallen. Das kann nicht sein. Wann hast du denn mit ihr gesprochen? Habe ich gar nicht. Hier. Oh. Joghurt macht fit. Na und? Das ist Julia. Unsere Tochter. Ja, das sehe ich. Hübsches Foto. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Seit Tagen meldet sie sich nicht mehr bei uns. Ich kann sie nie erreichen in Oxford. Und jetzt macht sie leicht bekleidete Fotos für irgendwelche Sportheftchen. Wahrscheinlich hat sie ihr Studium hingeschmissen und hält sich mit sowas über Wasser. Wer weiß, wie lange das schon so geht. Ach was, bestimmt wollte sie sich nur ein bisschen was dazu verdienen. Und solange das Studium nicht darunter leidet, kann sie das ruhig machen. Julia ist doch fleißig. Nein, nein, ich bin mir ganz sicher, Julia ist auf die schiefe Bahn geraten. Eine Mutter weiß das. Schau dir das Bild doch an! Ich verstehe wirklich nicht, warum du dich so aufregst. Das sind ja schließlich keine Nacktfotos. Ja. Aber wenn das meine Freundin sehen, bin ich erledigt. Deren Kinder machen täglich Herztransplantationen und suchen nach kleinen Atomen. Und was macht unsere Tochter? Joghurt. So. Nach dem Spiel brauchen wir jetzt eine kleine Stärkung. Möchte jemand Milch in seinen Kaffee? Milch? Nein, danke. Aber wenn du etwas Joghurt hättest. Joghurt zum Kaffee? Ja, Joghurt soll doch so gesund sein. Wie bitte? Na, du weißt schon. Mein Mann hat mir die Lady fett von der Geschäftsreise mitgebracht. Er hat Julia sofort erkannt auf dem Foto. Also ich habe versucht, eine zu holen, aber komischerweise war das Heft im ganzen Stadtteil ausverkauft. Warum hast du uns eigentlich nicht gesagt, dass deine Tochter Fotomodell ist? Uns hättest du es doch sagen können, Honey. So süß sieht sie aus. Hat sie sich eigentlich schon gemeldet bei euch wegen der Prüfung? Prüfung? Ja. Nein. Das Telefon, Oxford, England. Vielleicht hat sie ja keine Zeit, weil sie schon an ihrer Promotion sitzt. Sie wird ja jetzt bald Doktor. Ja. Doktor Joghurt. Ein Titelbild ist doch auch was, Honey. Du und dein Mann. Ihr seid doch jetzt sicher stolz wie Oscar auf eure Tochter, oder? Ja, ganz stolz. Was machst du denn da? Die sind doch noch gut. Es war einfach furchtbar heute. Unsere Tochter macht mich zum Gespötter, Leute. Es ist so peinlich. Wie konnte sie mir das nur antun? Und jetzt machst du den Joghurt dafür verantwortlich, ja? Waldfrucht. Na, du übernimmst ja wieder mal nicht die Verantwortung. Sieh seelenruhig zu, wie deine Tochter ihre ganze Zukunft in den Müll wirft. Es ist bestimmt nicht so, wie du mal wieder denkst. Woher willst du das denn wissen? Ich weiß es nicht. Ich vertraue Julia eben. Aber bitte, wenn du mir nicht glaubst, dann frag sie doch selber. Vielleicht ist sie ja jetzt da. The person you are calling is not available at present. Do you want to know what he said to me next? No, but I tell you. Please call again later. Bist. Ja, ich trockne gerade. Und ihr drei, seid ihr gerade shoppen? Nein, ich besorge nur was Kleines, nichts Großes. Na, das ist ja schön. Dann viel Spaß noch.
Übrigens, Honey, ich würde meiner Tochter nicht erlauben, sich so zu zeigen. Fast nackt. Nackt? Was wie? Wer ist nackt? Zita, ich habe ja gewusst, dass es Julia ist an der Bushaltestelle. Julia? Julia ist nicht nackt. Ich meine, das ist nicht Julia. Aber natürlich ist sie's. Scheint mir ja sehr freizügig zuzugehen in diesem Oxford. Ich würde mich nicht so fotografieren lassen, weder in Oxford noch in Othmarschen. In Dessous? Ich wusste ja gar nicht, dass es bei euch so locker zugeht. Ich bin nicht locker. Na, wie auch immer. Dann mach's mal gut, Honey. Tschüss. Tschüss. Was hier veranstalten? Ich warte auf den Bus. So, auf den Bus. Der kommt jetzt aber nicht mehr. Ja. Ist das da Ihr Fahrzeug? Nein. Ja, doch. Na ja, falls der Bus nicht kommt. Ja, dann machen Sie doch bitte mal den Kofferraum auf. Bitte schön. Was ist da denn? Die habe ich alle gekauft. Gekauft? So, so. Über 100 Stück. Ja, ich lese halt gern. Sie lesen gern? Aha. Sie sammeln wohl auch ganz gern Plakate. Plakate? Wieso? Naja, also ich glaube, das erklären Sie uns alles mal ganz in Ruhe auf der Wache. Wache. So, wieder einmal ganz durch und dann gleich links. Ja, bitte einzutreten. Ja, meine Herrschaften, dann müssen Sie schon jetzt auf die Geld auch nicht so sagen. Wir haben hier Sachbeschädigung und Diebstahl und ausweisen kann sich die Dame auch nicht. Ja, nehmen Sie bitte Platz hier. Dann wollen wir gleich mal Ihre Personalien aufnehmen. Hast du das beschlagnahmte Beweismaterial? Jo. Jo. Dann wollen wir das mal begutachten. Gar nicht mal so übel. Starren Sie das Bild gefälligst nicht so an. Na, na, na. Also ein bisschen gucken ist ja wohl nicht strafbar, oder? Scheibe einschlagen und Plakat mitnehmen, das ist strafbar. Die würde ich auch nicht von der Bettkante schubsen. Jetzt reiß aber! Was war das eben gerade? Das ist Beamtenbeleidigung. Legen Sie das mal bitte ganz schnell wieder hier hin. Das ist ein Beweisstück. So, ein Beweisstück? Hier haben Sie Ihr Beweisstück. Und hier! Und hier! Und hier! Hannelore. Herbert. Ach, endlich. Sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden? Was machst du denn für Sachen? Ich wache heute Morgen auf und du bist nicht da. Herbert. Und dann kommt dieser Anruf, ich soll dich hier abholen. Und nun erfahre ich nicht nur Paragraph 303 und 242, nein, du musst dich ja auch noch zum 185er hinreißen lassen. 185er? Beleidigung. Sag mir nur, dass ich hier jetzt raus kann.
Ja, ich habe soweit alles geregelt. Was ist denn nur los mit dir? Ach, frag nicht. Erst liegt unsere Tochter beim Friseur um. Und ich muss alle Zeitungen kaufen. Und dann hängt sie überall in der Stadt. Und da habe ich die Scheibe zerbrochen. Und plötzlich war da einfach so, mitten in der Nacht, die Polizei. Und jetzt sitze ich hier. Hannelore K., die Gattin eines bekannten Hamburger Notars, wurde in der gestrigen Nacht dabei ertappt, wie sie mehrere Busfahrthäuschen im Stadtteil Othmarschen beschädigte. Auf der Wache leistete die Frau dann so heftigen Widerstand, dass die Polizisten sie über Nacht in Verwahrung nehmen mussten. Hannelore. Guten Tag. Dieses sozial-neurotische Verhalten wertet Psychologe Walter Hinze als typisches Zeichen für gesellschaftliche Probleme in der Oberschicht, die sich in derart kriminell dissozialem Verhalten manifestieren und oft als deutliches Warnsignal einer beginnenden Verwahrlosung zu sehen sind. Hallo, wenn Sie die Zeitung lesen wollen, dann müssen Sie sie auch bezahlen. Insbesondere grobe Sachbeschädigungen und Diebstahl haben die Opposition hat bereits den Rücktritt des Senators gefordert. Das Wetter. Also Ihr Mann Herbert, der tut mir leid. Das ist bestimmt nicht einfach für einen Notar mit einer kriminellen Ehefrau. Also ich wollte es euch eigentlich nicht erzählen, aber als wir das letzte Mal hier zusammensaßen, da habe ich gesehen, wie Hannelore eine Zeitschrift geklaut hat. Das ist ja traurig. Und wir sind heute Nachmittag noch bei ihr zum Bridge eingeladen. Sei bloß froh, dass es nicht bei euch stattfindet. Nachher kommt noch was weg. Also mir ist das unangenehm. Ich weiß ja gar nicht, was ich hier sagen soll. Kranstiller? Hallo, Peter. Ja, es bleibt doch bei nachher. Nein, wieso nicht? Dein Dackel hat Husten? Ah, zum Tierarzt, verstehe. Naja, wenn wir nur zu dritt sind, dann müssen wir statt Bridge eben mal was anderes spielen. Tja, schade. Na gut, bis dann, ja? Tschüss. Kranstiver? Elisabeth? Warst du auch nicht? Deine Katze? Ja, Petra hat gerade angerufen. Nein, ihr Dackel. Ja, Bridge wäre dann ja sowieso nicht mehr gegangen. Schade. Ja, bis bald. Tschüss. Na, Ilse, was ist los? Hat dein Kanarienvogel auch Husten oder warum willst du absagen? Hallo, Mami, ich bin's. Eilig, wir haben keine Zeit. Du rate mal, wo ich bin. In Hamburg. Ich habe heute ein Shooting hier und ich musste direkt vom Flughafen hierher. Ich bin in St. Pauli, Hein-Heuer-Straße. Du, ich muss euch unbedingt noch was erzählen. Das glaube ich auch. Ich wollte mich nur mal kurz melden bei euch. Ich rufe heute Abend wieder an, ja? Julia! Hallo? Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das glaube ich schon. Ich bin nämlich die Mutter. Die Mutter? Ah, von Julia. Das sieht man sofort. Ganz die Tochter. Sind Sie auch Model? Das fehlte noch. Das Zeug hätten Sie. Setzen Sie sich doch bitte. Ich will eigentlich nur meine Tochter sprechen. Ah, das kann einen Moment dauern. Sie zieht sich gerade um für das Foto. Um? Sie meinen wohl aus. Nun setzen Sie sich doch. Ich hole Ihnen erstmal was zu trinken. Ich trinke nicht. Ich dachte auch eher an einen Kaffee oder Tee. Ach so. Ja, ein Kaffee vielleicht. Ich dachte,
dachte, Sie mögen vielleicht Kuchen. Oh, danke. Sie sind bestimmt wahnsinnig stolz auf Ihre Tochter. Stolz? Stolz ist da wohl nicht das richtige Wort. Naja, schließlich kommt es in Oxford nicht jeden Tag vor, dass eine Ausländerin den besten Abschluss eines Jahrgangs macht. Den besten Abschluss? Summa cum laude. Deshalb haben wir auch Julia für das Elite-Titelbild genommen. Klug und schön. Europas beste Akademikerin. Mami! Julia! Oh, toll, dass du hergekommen bist. Ich habe euch nachher noch ganz viel zu erzählen. Bestimmt. Guten Tag. Geben Sie mir bitte alle Hefte, die Sie haben. Die Probepackungen mit dem Shampoo sind wieder alle, was? So. Bitte sehr. Danke sehr. Oh, bezahlen muss ich ja auch noch. Meine Lieben, und selbst wenn ihr euren Töchtern eine Woche in diesem Laden spendiert, so hübsch wie meine Tochter werden die nie aussehen. Und so schlau ist auch keine von denen. Entschuldigen Sie, wo muss ich hin? Woher soll ich wissen, wo Sie hin müssen? Ich bin Kandidatin. Kandidatin für Beantwort Geld, das Fernsehquiz. Ich war noch nie im Fernsehen. Da lang. Da lang. Danke auch. Entschuldigung. Entschuldigung, wo muss ich hin? Ich bin Kandidatin. Also, Sie wollen mir noch eine Show geben, aber ist nichts unterschrieben. Sie wollen sich das heute noch mal ansehen und dann entscheiden, aber Sie sagen, es ist reine Formsache. Was für eine Show denn? Es ist ja eine Wettershow. Worum geht's denn da? Also, grob gesagt ums Wetter, aber es ist, ich will nicht sagen, dass wir das Wetter neu erfinden, aber es ist was völlig Neues. Ich bin... Oh, hallo. Bitteschön. Fingen Sie es einfach auf. Dankeschön. Roger! Roger! Jedes Mitglied der Crew soll sich hier wie zu Hause fühlen. Wie in einer großen Roger. Familie. Da gehören die Putzfrauen eben genauso dazu wie ich und du. Roger! Ich bin sicher, du hattest auch diesmal wieder mehr als ein glückliches Händchen mit den Kandidaten, die du für mich ausgesucht hast. Und das Roger. Kommt daher, weil du... Ja? Das war nicht die Putzfrau. Sondern? Eine Kandidatin. Eine Kandidatin. Kommen Sie, tut mir leid. Ja, ja. Ich führe Sie mal rum und zeige Ihnen alles. Sie müssen nicht nervös sein, Frau Düttke. Unsere kleine Show wird schließlich 2 Stunden vor Ausstrahlung aufgezeichnet. Falls also, und ich betone, falls Ihnen oder auch mir irgendein gravierender Patzer unterlaufen sollte, wir können alles wieder rausschmeißen, gar kein Problem. Das ist wirklich erleichternd. Und was Sie vielleicht noch nicht wissen, bisher hat noch jeder Kandidat überlebt. Stellen Sie sich doch einfach mal dahin. Ja, dann, genau dahin. Komm her. So? Genau, Frau Döttke. Wirklich ganz großartig. Und jetzt stellen wir uns mal vor, unsere kleine Show hat schon begonnen und ich würde Ihnen eine kleine Frage stellen. Also zum Beispiel, was für einen Tag haben wir heute? Montag. Fast. Mittwoch? Knapp daneben. Entschuldigung, aber ich bin etwas nervös heute. Ich weiß auch nicht, vielleicht aufgeregt. Es ist Dienstag.
Naja, nachher wird's vielleicht nicht ganz so schwierig. Und denken Sie auch daran, den Buzzer zu drücken, wenn Sie antworten. Den großen roten Knopf, direkt vorhin. Kaum zu übersehen. Ja, versuchen Sie es mal. Ja, ein bisschen energischer müssen Sie schon. Kann das mal jemand reparieren? Hier läuft alles zusammen. Alle Bilder von allen Kameras. Und das hier ist sozusagen das Herzstück, wo das alles zusammengebastelt wird, was die Zuschauer auf ihren Schirmen sehen. Und falls sie mal in einem ungünstigen Licht erscheinen sollten, schwupp, sind sie weg und was anderes ist da. Nehmen Sie doch ein Schlückchen. Sowas hilft immer. Man wird locker, glauben Sie mir. Nein, das wäre vielleicht nicht so gut. Ich bin immer so furchtbar schnell angesäuselt. Aber vielen Dank. Was ist denn jetzt los? Hab ich das jetzt kaputt gemacht? Oh Gott. Die Techniker sagen, von hier aus geht gar nichts mehr. Die müssen die neue Regie umziehen. Dafür brauchen sie allerdings eine Weile. Das heißt? Wir senden live. Oh. Toll. Achtung an alle Mitarbeiter. Es geht ja heute nur um die Entscheidung für meine neue Show. Live ist sowieso cool. Ich stehe auf Live. Wer schrieb die Bühne? Ich auf der Bühne bin, das ist auch alles live. Das ist einfach wow. Du kannst auch nicht sagen, nee, das kommt jetzt nicht so gut. Das wird hinterher rausgeschnitten. Wie live? Ich dachte, das soll sowieso live sein. Aber das sollte aufgezeichnet werden. Ich verstehe das nicht. Beim Casting vor 2 Wochen, da war Frau Döttgen noch ganz in Ordnung. Sie macht einen völlig normalen Eindruck. Gut, sie war ein bisschen schüchtern und zurückhaltend, aber sie hatte eine super Allgemeinbildung. Sie machen Musik? Ja. Da müssen Sie doch bestimmt oft proben. Klar. Dann hatten Sie bestimmt auch nicht so viel Zeit, sich um Ihre Ausbildung, also Ihre Allgemeinbildung zu kümmern. Ich meine ja nur die Fragen, die nachher... Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, Abi mit 1 zu machen. Abi mit 1, ja. Aber erstmal bist du Frau Döttgen mitteilen, dass für sie die Show beendet ist, okay? Was hat Thomas Edison erfunden? Den Phonographen oder die Kohlenfadenglühlampe? Beides. Oh, süß. Was ist denn der? Warte. Der Kläffer? Nein, mein Mann. Der Hund heißt Pluto. Wie bei Mickey Mouse. Donald Duck. Cool. Naja, außerdem ist er weggelaufen. So eine Scheiße, ey. Und dieser Bruchbude soll ich Fernsehgeschichte schreiben. Roger, alles klar? Du bist soweit? Soweit bereit zum Untergang. Ich kann dich zwar nicht hören, aber ich nehme mal an, du hast ja alles super gesagt. Es war vor 2 Wochen. Ich hatte mich für dieses Quiz beworben. Und ich war überglücklich, dass man mich genommen hat. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass sie mich nehmen. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt den Mut hatte, sowas zu tun. Und dann kam ich nach Hause und habe Walter, meinem Mann, davon erzählt. Und? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich würde ihn sowieso schon oft genug blamieren, ob ich das jetzt auch noch im Fernsehen tun muss, vor allen Leuten. Und dann hat er seinen Koffer geschnappt und war weg. Pluto ist ihm noch nachgelaufen, aber Walter saß schon im Wagen. Und Pluto ist dann auch dem Wagen nachgelaufen. Und dann war Pluto weg und der Wagen war weg. Und Walter war weg. Und wo ist er jetzt, der Walter? Bei einer Jüngeren. Und noch was. Das mit dem Whisky, ja, das nehme ich dir wirklich übel. Habe ich mir eigentlich für den Tag aufbewahrt, dann nehme ich dich endlich los bin. Wo bleibt der Ton eigentlich? Aber das ist noch nicht alles. Ich glaube nicht, dass ich mir die Wohnung jetzt noch leisten kann. Mein Mann hat das Geld verdient. Das Konto läuft auf seinen Namen. Ich habe nichts mehr. Naja, und jetzt habe ich gedacht, vielleicht kann ich hier sogar ein bisschen was gewinnen. Frau Döttgen? Ja? Kann ich Sie mal kurz sprechen? Ja, natürlich. Kamera 26, Position einnehmen. Das ist eine verdammt traurige Geschichte.
Wissen Sie, was das Traurigste ist? Dass Sie sich das alles bieten lassen. Er ist doch mein Mann. So, jetzt machen wir sie erstmal schick. Hm? Ach. Und ich hatte gedacht, Sie wollen Ihr Quiz ohne mich machen. Und ehrlich gesagt, Sie hätten allen Grund dazu. Frau Döttke, wie kommen Sie denn auf sowas? Also, Sie können sich hier auch gleich umziehen. Umziehen? Sie wollen doch nicht mit diesem Kleid ins Fernsehen. Mein Mann hat es mir geschenkt. Wann war das? An unserem ersten Hochzeitstag. Vor 23 Jahren. Noch 10 Minuten bis zur Feier. Bitte? Tut mir furchtbar leid. Ich habe es leider nicht übers Herz gebracht, Frau Döttke zu feuern. Wenn jemand das Geld braucht, dann Sie. Okay, 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 okay. Und könntest du mir auch bitte verraten, wie sie welches gewinnen will? Dieses Quiz heißt bei Antwortgeld. Und falls sie es überhaupt schaffen sollte, diesen Buzzer zu drücken und das ganze Studio dabei in die Luft zu jagen, hat sie immer noch nicht geantwortet. Und zwar mit einer Antwort, die auch auf die Frage passt. Also wie stellst du das vor? Dann ist es vielleicht einfach nur gut für ihr Selbstbewusstsein. Ihr Selbstbewusstsein? Sich vor Millionen Menschen lächerlich zu machen? Und mich dazu? Wo gehst du denn hin? Mich um deine Kandidaten kümmern? Irgendjemand muss es ja machen. Schickes Kleid übrigens. Danke. 5 Minuten, dann läuft die Chose. Okay. Ey, was ist mit Kamera 1 los? Kamera 1, sag mal, hast du Tomaten auf den Augen? Mann, ich mach doch die Schärfe und die wieder ab. Wenn das während der Show so läuft, dann Prost Mahlzeit. So, wir sind okay. Also sind die Matzen klar? Sicher. Die Kameras können lange auf Position. Bitte alle Mitarbeiter auf Position. Ein scharfes Teil. Entschuldigen Sie bitte, ich bin Kandidatin. Eben. Was soll das denn jetzt? Nee, das kann ich alles nicht. Los, Schätzchen, fahr den Applaus rein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer zu Hause, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unserer kleinen Show bei Antwortgeld, die nur heute und nur für Sie live aus dem Studio Frau Döttke! Wie immer, gebührt Ihr Applaus vor allem unseren drei Kandidaten, die da sind. Jürgen Gassner! Fachmann auf dem Gebiet der europäischen Kriminalliteratur, Katja Balzer, die von sich behauptet, man könne sich alles über Hip-Hop und Rap fragen, und Dagmar Döttke. Dagmar Döttke. Wieso ist ja nicht so spät? Frau Döttke, es geht los. Oh Mann, wo steckt die? Dagmar Döttke. Dagmar Döttke. Was ist das denn? Das ist eine Spitzentussi. Sie kennt mich nur ganz besonders. Wo habt ihr die denn aufgegabelt? Sie weiß auch ganz besonders viel gibt's über eine kleine Ente, der nicht immer alles gelingt, was sie sich vornimmt. Donald Duck. Ja, bitte, läuft doch besser, als ich dachte. Hat etliche Maigret-Krimis geschrieben. Nennen Sie bitte 3 davon. Maigret und die alte Dame. Hey, Kamera 3, ich habe dir gesagt, du sollst sie groß halten. Und Jürgen Gassner irrt hier garantiert nicht. Ganz im Gegenteil. Fantastische 1500 Mark für die Privatbibliothek sind Ihnen schon mal sicher. Und nun zu unserer nächsten Kandidatin. Tief durchatmen. Und rauf. Der deutsche Rapper Eisfeld von den absoluten Beginnern hatte seinen letzten Hit mit einer Coverversion von... Sagen Sie mal, haben Sie nichts Schwierigeres? Nein, da muss ich wohl noch mal mit meinem Redakteur schimpfen. Nena. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Einer Coverversion von Nenas. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und auch das war absolut richtig. Also ich muss wirklich sagen, so großartige Kandidaten hatten wir bei unserem kleinen Ratequiz schon lange nicht mehr. Und jetzt... Pause. Mach Pause. Wir machen Werbung. Müssen auch wir irgendwie, irgendwo, irgendwann ein paar Mark verdienen, die Sie, liebe Kandidaten, gleich wieder gewinnen können. Bleiben Sie dran. Seit wann gibt es an dieser Stelle Werbung? Ich glaube, ich habe eine Lösung für unser Problem. Für was? Für eine neue Kandidatin. Komm mal. Ich habe auch schon was mit unserem Regisseur gesprochen. Das ist eine Veranstaltung. Also habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich weiß alles. Ich weiß alles. Ich weiß alles. So machen wir es. Wirklich? Sind wir nicht alle eine große Familie? Ich weiß, dass das, was ich Ihnen jetzt mitzuteilen habe, nicht allen gefallen wird, aber... Er macht mit. Ich würde aber behaupten, besondere Maßnahmen nicht gedacht. Erfordern besondere Maßnahmen. Ja. Also hören Sie einfach eine halbe Minute zu, dann müssen wir ja sowieso wieder aufhören.
Kinder, es beeilt euch, wir sind gleich wieder auf Sendung. Kommen Sie sofort schon mal die Matze rein. Und jetzt mache ich aus der eine Siegerin. Dagmar, wie kamen Sie denn überhaupt auf Ihr Spezialthema, Donald Duck? Ich dachte, er hat es auch nicht leicht. Ich meine, er hat mir manchmal einfach sehr geholfen, so im Leben. Seelenverwandte also, da kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Gleich zu meiner ersten Frage. Im lustigen Taschenbuch 269 Ein genialer Versager begrüßt Donald Duck Daisy Duck in einer Bibliothek mit folgenden Worten. Hallöchen, Daisy-Kind, ich komme, um dich aus diesem staubigen Verlies zu befreien. Was antwortet Daisy darauf? Sie müssen schon etwas lauter sprechen. Daisy antwortet, sprich doch nicht so laut. Ist das richtig? Das ist richtig! Zwei Redakteure haben über Jahre Zitate aus Donald Comics als Schlagzeilen in den Kulturteil der FAZ eingeschmuggelt. Wie heißt die Organisation, der die beiden angehören? Onkel Dagobert hat mal wieder seinen schlimmen Rücken. Völlig richtig! Das war schon die Antwort auf meine nächste Frage. In der Titelgeschichte des lustigen Taschenbuches 272 geht es um die Suche nach einer Wunderblume. Ein Allheilmittel für alle möglichen Krankheiten. Und der Anlass für die Suche nach dieser Wunderblume ist tatsächlich Onkel Dagoberts schlimmer Rücken. Applaus! Und um nochmal auf meine letzte Frage zurückzukommen. Wie lautet die Organisation? Sie lautet D.O.N.A.L.D. Deutsche Organisation der nicht kommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus. Drei Fragen, drei Antworten, dreimal 500 Mark. Spannende Tour. Dagmar Döttke zieht mit Donald Duck und unseren anderen beiden Kandidaten gleich. Und ich kann nur sagen, auf geht's in die nächste Runde. Die Gebrüder Grimm gehören zu den bedeutendsten Märchensammlern des 19. Jahrhunderts. Wie heißen die beiden mit Vornamen? Wilhelm, Jakob und Wilhelm Grimm. Ja, Mann, dreh den Idioten den Hahn ab. Der hat überhaupt nichts begriffen, dieser Streber. Und welches Mädchen aus einem dieser Märchen wurde vom Prinzen ihres Herzens durch die korrekte Schuhgröße identifiziert? Tut mir leid, keine Antwort ist auch eine falsche Antwort. Aschenputtel. 500 Mark für Dagmar Döttke. Und das war Ihre Jokerfrage, Frau Döttke. Die, wie wir alle wissen, nicht mit 500, sondern mit 5000 Mark belohnt wird. Und wenn du wissen willst, seit wann es bei uns eine Jokerfrage gibt, seit gerade eben. Und da auch aus dem armen Aschenputtel eine wohlhabende Prinzessin geworden ist, gleich meine nächste Frage. Die Titanic ging unter, aber für welchen Mädchenschwarm ging der Stern durch den gleichnamigen Film erst richtig auf? Frau Döttke, Sie haben den Buzzer gedrückt. Jetzt müssen Sie schon antworten. Leonardo DiCaprio. Lothar Matthäus hat seine Fußballkarriere bei den New York Metrostars beendet. Wo aber begann sie? Beim FC Herzogenaurach. Wo auch sonst. Der deutsche Geologe Hans Merensky hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts die größten Bodenschätze Südafrikas entdeckt. Wo ist er geboren? Im Saarland. A² plus B² gleich C². Pythagoras. Die berühmteste Serie der 50er Jahre war... Emil und die Detektive. Das war nicht nur eine Jokerfrage, sondern meine letzte Frage an die strahlende Gewinnerin Dagmar Döttke. Das ist Ihr Applaus. Genießen Sie ihn. Ja, geil, 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 geil. Das wäre geschafft. Dankeschön. Na, Frau Döttke, jetzt sind Sie ja eine richtig reiche Frau, ne? Tja. Oh, Ihr Kleid. Behalten Sie, es steht Ihnen eh viel besser als mir. Wirklich? Hat mich wirklich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Mhm. Wir haben ganz schön gezittert, als Sie da vorne gestanden haben. Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Danke auch dafür.
Ach, und überhaupt für alles. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, aber auch das kann ich jetzt allein. Lilou, du, da bist du ja. Du bist ja gekommen. Einfach so wegzulaufen. Ludo, wir haben gewonnen. 45.000 Mark. Hallo, ich bin Rita. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Ja, guten Tag. Hier ist Herbert Schwarz von der Cartoon Corporation in Deutschland. Ich habe Sie heute Abend bei Antwort Geld gesehen und ich glaube, Sie wären genau die Richtige für unsere PR-Abteilung. Rufen Sie mich doch bitte unter der Rufnummer 64-43172 zurück. Am besten gleich morgen, wenn es geht. Pluto. Ja, das muss ja jetzt gefeiert werden. Ja, komm, ja, Feinchen, Feinchen. Walter. Du siehst fantastisch aus. Das weiß ich. Naja, wenn man das nötige Kleingeld hat. Wie geht's, Elvira? Ach, was ist das junge Ding? Ich hab dich am Fernsehen gesehen. Und ich dachte, jetzt, wo wir es uns leisten könnten, sollten wir doch mal vielleicht zusammen in den Urlaub fahren. Sowas wie zweite Flitterwoche. Das hast du dir doch immer gewünscht. Das habe ich. Also, worauf warten wir doch? Ich warte darauf, dass du meine Wohnung verlässt. Das meinst du nicht ernst? Oh doch. Ich habe nie etwas ernster gemeint. Das wird dir noch leid tun. Das glaube ich nicht.